Hallo ihr Lieben, ich darf mal wieder bei der PSM Facility sitzen. Da sitzt der Inhaber Lars Hubert. Lieber Herr Hubert, heute reden wir mal kurz darüber, dass der Herr Hubert so weit ist, dass er sagt, ich habe gar nicht die Zeit, meinen eigenen Social Media Content zu gestalten. Ach so, ja, das stimmt. Ja, wie ihr vielleicht wisst, ist der André Bergmann und ich im Büro und managen hier beide Unternehmen. Und für mich ist persönlich sehr wichtig, dass man auch öffentlich vernünftig auftritt im Bereich Social Media, sprich Facebook und Instagram. Aber ich kann mich hier nicht mehr um alles kümmern und diese Facette, die würde ich gerne an jemanden abgeben. Der sollte allerdings natürlich auch genau wissen, worum es geht. Also wir reden hier von unter Umständen einem 450-Euro-Job, der sich auch aufstocken kann. 450-Euro-Job oder vielleicht eine geringe Teilzeitbeschäftigung. Es betrifft eigentlich nur von montags bis freitags. Man muss halt mal an den Tisch sich setzen und mal darüber das Ganze durchsprechen, konzipieren, wie man da auf einen Nenner kommt. Aber der ganze Bereich mit Fotos, vorher, nachher, die Texterei dazu, also derjenige muss ein bisschen besser sein als ich in der Rechtschreibung. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Und nee, der muss das schon können, der muss Gefühl dafür haben, der muss Bock darauf haben, auf diese ganze Präsentation von beiden Unternehmen, von der Security und von der Facility, was auch ziemlich spannend ist. Nun gibt es ja ganz viele da draußen, die sagen, hurra, 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 ich kann Social Media Werbung machen. Das ist ja, wenn man genau hinguckt, nicht so ganz trivial, nicht wahr? Da muss ja Content gebildet werden, da müssen die Bilder dazu passen, es muss ein Redaktionspaar da sein, es müssen die Themen stimmen. Man muss auch wissen, auf welche Ebene man das Ganze macht. Also es wäre schon von Vorteil, wenn ihr, wer immer draußen sagt, das wäre was für mich, auch dementsprechend Referenzen mitbringen können, weil einfach nur zu sagen, ich hau das jetzt mal raus, das ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nicht so unbedingt der richtige Weg. Nee, das ist nicht der richtige Weg, das ist zu wenig. Also ich bin von morgens 6 Uhr bis abends 17 Uhr hier. Da könnte jeder vorbeikommen, hätte ich Zeit, aber nicht mit leeren Händen hier kommen. Also ich möchte hier Referenzen sehen, mit wem man in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat oder mit wem man momentan zusammenarbeitet. Man braucht mir jetzt keine Romane vorlegen, aber ich möchte sehen, was, wo drin bist du gut. Und dann merke ich, dann weiß ich, was ich will, ist mir schon klar, aber ob der Nenner zusammenpasst. Ja? Und noch einen oben drauf. Pkw, also Führerschein, sollte nach Möglichkeit bitte schon vorhanden sein, weil es nicht nur um eine reine Freelancer-Arbeit von zu Hause aus geht unter Umständen, sondern es geht auch darum, zu Baustellen zu fahren und das mit zu dokumentieren. Genau. Also ich würde mich tierisch freuen, wenn da sich eine Person meldet oder auch ein Unternehmen meldet und alles andere hier im Büro besprochen wird, wo ich dieses ganze Paket, was Werbung betrifft, komplett abgebe. Ich möchte nur noch in dieser Position sein, das möchte ich geschrieben haben, fotografiert haben und dann wird das erledigt. Ja, das wäre eine brutal gute Hilfe. Also, ne? Dahinter und seht ihr das Logo. Es ist ja auch verlinkt im Beitrag. Also insofern könnt ihr da draufklicken. Ansonsten ruft ihr einfach mal an und fragt nach einer Möglichkeit zu einem Termin oder schickt einfach sowas. PSM, Facility, PSM, Security. Für diese beiden Unternehmen geht es dieses Mal. Tschüss. Tschüss.